Wir sehen, was um uns herum passiert. Und haben eine Meinung. Schon immer. Warum kann man nicht einfach lieben, wen man will? Für mich ist die Ehe etwas zwischen Mann und Frau. Ich will gar nicht heiraten. Warum muss man eigentlich heiraten? Ich könnte doch nicht einfach nichts machen. Krieg ist keine Lösung. Also ich will einfach nur frei und in Frieden leben. Wer sagt denn eigentlich, dass Betteln keine Arbeit ist? Warum gibt es überhaupt Menschen, die auf der Straße leben müssen? Ich denke mir nur, Akku 3%. Empathy 0. Ich will nicht, dass mir so etwas passiert. Alter, es war klar, dass genau sowas passiert. Hättest du kommen sehen müssen. Warum reden die nicht einfach miteinander? Die Menschen auf der anderen Seite tun mir leid. Wir lassen uns nicht einsperren. Was wollen sie eigentlich von uns fernhalten? Das Tagebuch von Anne Frank kennt heute jeder. Aber wer hat ihr damals zugehört? Hört doch mal hin. Unsere Meinung zählt. Guten Tag, mein Name ist Anne Bayer. Ich bin Politikredakteurin von HR Info und ich habe die Ehre, heute diese Veranstaltung hier im Jüdischen Museum zu moderieren. Anne Frank für alle heißt die Veranstaltung und meine Gäste sind einmal Meron Mendel. Er ist der Direktor der Anne Frank Begegnungsstätte hier in Frankfurt. Hallo, herzlich willkommen. Und per Zoom zugeschaltet direkt aus Berlin. Veronika Nahm, sie ist die Direktorin vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin und wir, ja, das macht die Technik jetzt möglich. Wir können hier über Zoom reden und sind alle dabei, obwohl wir hier jetzt nur zu zweit in Frankfurt direkt sitzen. Ich möchte Sie gerne anfangs mitnehmen nochmal zu dieser Veranstaltung, indem ich Sie auffordere, sich nochmal daran zu erinnern oder vielleicht können Sie sich erinnern. Im November vergangenen Jahres in Karlsruhe gab es eine Demonstration von den sogenannten Querdenkern, Querdenkerinnen gegen die Corona-Maßnahmen. Damals war eine 11-Jährige auf der Bühne, die hat sich und ihre Situation mit der von Anne Frank damals verglichen. Und zwar, sie hat damals gesagt, sie hätte gerne Geburtstag gefeiert mit ihren Freunden, Freundinnen, habe das aber heimlich machen müssen, weil sonst vielleicht wäre sie ja von den Nachbarn verpetzt worden. Und wörtlich sagte sie, ich fühlte mich wie bei Anne Frank, wo sie mucksmäuschenstill sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Also das hat die damals 11-Jährige gesagt. Das hat einen ziemlichen Aufschrei verursacht. Zu Recht, ich finde. Denn so ein Vergleich, würde ich sagen, ist alles andere als angemessen. Anne Frank war Jüdin. Sie musste sich 2 Jahre lang in einem Hinterhaus in Amsterdam mit ihrer Familie und 4 anderen Personen verstecken. Und bis sie dann 1944 verraten wurde und ins Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht wurde und dort auch starb. Vielleicht hat dieses 11-jährige Mädchen ja nicht genau gewusst, was es gesagt hat. Vielleicht haben, aber ich denke, die Eltern wussten sehr wohl, was ihre Tochter da sagt. Und ich würde dieses Beispiel gerne nehmen, um anfangen, darüber zu reden, weil es war kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Und Anne Frank ist Identifikationsfigur, das ist klar. Und zwar für Millionen Menschen auf der Welt. Natürlich durch ihr Tagebuch, das ist in 70 Sprachen übersetzt worden. Sie ist eine Symbolfigur, sie ist eine ganz wichtige Figur, vor allem für junge Menschen, was jetzt Identifikation betrifft. Ich selber, ich weiß noch, ich war damals als Jugendliche, als ich dieses Tagebuch gelesen habe, auch total beeindruckt von diesem Mädchen und war auch ein bisschen stolz, voll Teenie-mäßig, weil ich den gleichen Vornamen habe wie sie. Aber ich würde sagen, es ist natürlich gut und es ist wichtig, dass Anne Frank Identifikationsfigur ist und auch war. Aber wo sind die Grenzen? Wann beginnen Vergleiche schräg zu werden? Und wann werden sie vielleicht sogar auch geschichtsrevisionistisch? Und was haben sie mit Antisemitismus zu tun? Ja, und über all das wollen wir jetzt reden. Und da würde ich auch gerne an Sie gleich mal das Wort geben, Herr Mendel. Welche Beispiele fallen Ihnen denn noch in letzter Zeit ein, wo Sie sagen, diese Vergleiche gehen nicht, das ging zu weit, da sind Grenzen überschritten worden?
Ja, natürlich jede Menge Beispiele. Vielleicht die letzte ist ganz frisch von gestern. Gestern am 12. Juni am Geburtstag von Anne Frank in Luzern in der Schweiz haben sich Corona-Leugner, hier würden wir sie Querdenker bezeichnen, haben die in der Stadt marschiert und mit einer ganz großen Transparenz, wo die Figur von Anne Frank war. Anne Frank wäre heute bei uns. Das ist nicht besonders, das ist inzwischen gehört zum Alltag solcher Demonstrationen, also in ganz deutschsprachigen Raum. Ich fand es noch mal ein perfider, das zu sehen am Geburtstag von Anne Frank. Mhm. Das ist noch makaber. Und ich fand es auch interessant, dass die gesellschaftliche Aufschrei bei der elfjährigen Mädchen da gab, wobei diese Vergleiche in den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos sind viel früher. Also ich kann es noch erinnern, von April letztes Jahr ganz die erste Demonstrationen, da gab es noch keine Querdenker, sondern einfach so diese spontane Demonstrationen hier in Hessen, in Darmstadt, gab es schon einen Stand mit dem Foto von Anne Frank, der ganz normal sozusagen, von den Passanten, gab es niemanden, der sich dann aufgeregt hat. Ich habe das gesehen und ich konnte es kaum glauben. Ich habe schon damals das problematisiert. Mhm. Und das aber, wir merken hier einen interessanten Ablauf. Also gerade die Aufregung, die wir alle verspüren, führt dazu, dass die das noch mehr machen. Mhm. Und wäre vielleicht für heute auch eine interessante Frage, wie kann man aus diesem Kreis rauskommen? Ja, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Zuerst nochmal an Sie, Frau Nahm, die Frage, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Sie leiten ja auch eine Ausstellung, Sie haben Kontakt auch gerade viel mit Lehrkräften. Wie haben Sie auch Vergleiche gehört, wo Sie schlucken mussten und sagen, nee, das geht jetzt so nicht mehr? Ja, ich denke, wir sollten da auch unterscheiden zwischen klarer Instrumentalisierung auf der Straße und Assoziationen und Vergleichen im pädagogischen Setting. Also wenn wir hier in der Ausstellung mit Jugendlichen arbeiten, begegnet uns das über die Zeit, dass Jugendliche Dinge, die sie im Heute beobachten in der Gesellschaft, irgendwie mit der Geschichte von Anne Frank assoziieren. Also sei es im Sommer der Flucht 2015, dann sagen die Jugendlichen, Anne Frank war auch geflohen. Oder jetzt beispielsweise, ja, sagen auch Lehrkräfte zu uns, jetzt können sich die Jugendlichen doch besonders gut in Anne Frank hineinversetzen, weil ihr Alltag so beschränkt war. Wenn wir im pädagogischen Setting mit Jugendlichen oder auch mit Lehrkräften ins Gespräch kommen, dann nehmen wir diese Assoziationen auf und sagen, gut, der biografische Ansatz lädt ein, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede deutlich zu machen, zu besprechen. Und wir unterscheiden eben auch zwischen dem biografischen, dem menschlichen und dem gesellschaftlichen Kontext, dem politischen. Also wir leben nicht in einer Diktatur und wir sind keine Widerstandskämpferinnen wie Sophie Scholl, wenn wir uns nicht an Corona-Beschränkungen halten. Und wir tragen auch keine gelben Sterne, wenn wir geimpft oder nicht geimpft sind. Also das sind einfach unzulässig historisch falsche Vergleiche. Aber diese Assoziationen auf der persönlichen Ebene, da kann man eben anknüpfen, um darüber dann ins Gespräch zu kommen. Mhm. Herr Mendel, würden Sie sagen, das ist was Neues, wenn Sie sagen, oder haben Sie das im Laufe der Jahre vor Corona auch schon erlebt, dass diese Instrumentalisierung gerade auch auf der gesellschaftlichen Ebene schon stattgefunden hat? Die Instrumentalisierung von Anne Frank hat eine lange Geschichte. Schon sozusagen, das geht Hand in Hand mit der Ikonisierung der Figur. Also mit der Berühmtheit des Tagebuchs, wir haben das schon vorher auch beschrieben, die Verbreitung über sehr viele Länder geht einher. Und das ist keine Besonderheit von Anne Frank mit einer Instrumentalisierung. Ich finde es gerade interessant, zum Beispiel im Zusammenhang des Nahostkonflikts. Anne Frank wurde recht früh instrumentalisiert. Also es gibt diese berühmte Graffiti von Anne Frank mit Palituch, der direkt vor dem Haus in Amsterdam, vor dem Versteck in Amsterdam bemalt wurde und dann in auch sehr viele andere, also bis in Postkarten oder T-Shirts Anne Frank mit Palituch. Unter dem sozusagen dahinter schwebt sozusagen der Vergleich, was den Palästinensern durch die Israelis gemacht wird,
ist genauso wie dann damals dem Juden von den Nazis angetan wurde. Also das ist das Narrativ. Übrigens, um das nochmal an der anderen Seite, ich kann noch als Israeli erinnern, als die Siedlungen aus Gazastreifen abgeräumt wurden, haben die Siedler auch sozusagen standen mit gelbe Sterne und Anna Frank Fotos. Mhm. Wir sind jetzt sozusagen die verfolgten Juden durch dieses Mal die israelische Armee, der Nazi-Rolle zugesprochen wurde. Also das funktioniert in alle Richtungen. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht unvermeidlich. Ja, also ich meine, ich habe gelesen, auch Nelson Mandela hat zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank gelesen im Gefängnis und hat gesagt, dann dadurch, es hat ihn total beeindruckt. Und also ist das dann aber nicht grundsätzlich ein Problem oder dass Anne Frank, oder was ist denn eigentlich daran dann das Schlimme? Weil an sich ist es ja erstmal positiv, dass sich so viele Menschen auf Anne Frank und auf das, was sie Tolles erzählt hat, beziehen. Wo ist die Grenze, Frau Nahm? Ja, so wie Sie sagen, Menschen in aller Welt fühlen sich vom Tagebuch der Anne Frank inspiriert. Wir sagen immer in der pädagogischen Arbeit, der biografische Ansatz ist sozusagen die Hälfte ist das, was wir hineingeben und ungefähr die andere Hälfte ist das, was in den Erfahrungen, also wo die Menschen andocken mit ihren Erfahrungen, was dann in ihren Köpfen vorgeht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob wir Historisches lernen oder, ja, sage ich mal, philosophisches Austauschen über menschliche Fragen anregen wollen. Historisches Lernen, da kann das Tagebuch von Anne Frank natürlich ausschließlich ein Baustein sein. Anne Frank ist auch, das Tagebuch ist auch historische Quelle, gibt auch Auskunft über die Zeit der Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus. Aber natürlich muss das mit anderen Quellen ergänzt werden. Mhm. Wie immer bei autobiografischen Quellen, das ist eben eine Perspektive. Aber sie ist gut, weil wir brauchen Perspektiven im historischen Lernen, aber wir brauchen eben viele Perspektiven. Und wir haben jetzt gerade für die Geschichte von Anne Frank auch sehr viele Quellen, beispielsweise auch von Mipris, einer der Helferinnen, oder von Otto Frank, der überlebt hat, oder von ihrer Freundin Hanna Pikosla, die überlebt hat. Also wir haben Bücher, Erinnerungen, Zeitzeugen, Interviews, Texte und können aus diesen Perspektiven dann, aus diesen persönlichen Perspektiven, vielschichtiges Lernarrangements stricken. Also es kommt immer darauf an, also die Problematisierung, würde ich sagen, kommt auch in der pädagogischen Arbeit mit dem Ziel an. Also natürlich können wir aus einem kleinen Zitat von Anne Frank, wie schön ist es, dass keiner einen Tag zu warten braucht, um die Welt zu verändern. Dieses Zitat ist schön und inspirierend, aber es hat jetzt nichts mit historischem Lernen zu tun. Aber ja, es kommt darauf an, was wir eben damit machen wollen. Genau, kann ich dazu genau anknüpfen. Also wir müssen immer fragen, welche Intention dahinter steckt. Und ist es das wirklich ein Versuch, dann im Sinne von Anne Frank noch zu arbeiten, wenn man diesen Satz, man sollte nicht eine Minute warten, um die Welt langsam zu verändern, wir dann im Sinne der Welt oder Weltanschauung und die Botschaft, die Anne Frank in ihr Tagebuch formuliert, das ist, würde ich für mich sagen, das ist legitim. Aber wenn es genau das Gegenteil abzielt, wenn es gerade sozusagen gegen humanistische Werte agiert, wenn man dadurch auch die Geschichte bewusst auch verdrängt oder klein macht oder der Holocaust wird sozusagen in ihrer Dimension auch relativiert. Das kann man nicht einfach unter dem Aspekt, das ist eine legitime Identifikation, weil wir müssen, das ist auch unsere Aufgabe als Pädagogen, aber auch als Medienmacher, das stückweise zu entlarven. Also was steckt hinter diesem Versuch? Und am Endeffekt Vergleich, wir haben jetzt auch die Diskussion jetzt um den Vergleich von Caroline Emke, muss man sich wirklich immer fragen, was hinter diesem Vergleich steckt. Lassen Sie uns mal Caroline Emke ganz kurz aufgreifen. Vielleicht können Sie kurz erklären, was war da der aktuelle Konflikt?
Ja, also diejenigen, die das aus den sozialen Medien noch nicht oder aus der Springerpresse noch nicht entnommen haben, hat die Caroline Emke in dem Parteitag der Grünen gesprochen und eigentlich eine Selbstverständlichkeit gesagt hat, dass wir erleben gerade, dass in den dass Juden, Frauen, aber auch inzwischen auch Klimaforschern als diejenigen dargestellt werden, die hinter den Kulissen stecken und die Welt regieren. Mhm. Das kann ich auch aus sowohl aus historischer als auch soziologischer Perspektive genauso bestätigen. Gerade diese Vorstellungen verbreiten sich und wir merken, dass auch wenn wir im Kontakt mit zum Beispiel mit Neue Rechte sind oder andere revisionistische Ideologien, dass genau so eine Weltbild konstruiert wird, dass jemand hinter den Kulissen die ganze Welt regiert. Mhm. Das hat sich auch in Corona-Zeit sehr verstärkt. Mhm. Und hier kommt sozusagen, hier war die Instrumentalisierung von der anderen Seite, dass gerade so eine selbstverständliche Aussage wird so interpretiert, als ob da drin ein Geschichtsrevisionismus steckt. Also dass mit dem Wort Juden wurden nicht die Juden heute bezogen, die angeblich hinter den Kulissen stehen, sondern als ob die Nazi-Ideologie von 1933 bis 1945 verglichen wird mit den Klimaforschern heute. Mhm. Das ist aus meiner Sicht einfach eine unzulässige Interpretation und ist auch kein Zufall. Also dahinter steckt eine Agenda, die in dem Fall nicht nur Caroline Emke zu diffamieren, sondern stückweise so eine vermeintliche Ausgleich zu machen zwischen rechte Kräfte wie Max Otte oder Hans-Georg Maaßen, die ziemlich offensichtlich antisemitische Ideologie verbreiten und eine linke Denkerin. Diese Vergleich ist, oder diese Gleichstellung ist aus meiner Sicht unzulässig. Also was Sie jetzt gerade ansprechen, sind ja vor allem auch die Verschwörungstheorien, die eigentlich dann ganz oft damit in dem Zusammenhang auch genannt werden. Frau Nahmen, begegnet Ihnen dieser Zusammenhang auch oft, auch gerade nochmal, wenn es um Anne Frank geht und wo fängt es an, dass es auch was mit also antisemitisch wird? Also hier bei uns in der Ausstellung, es kommt natürlich auch vor, dass sich Jugendliche so äußern, dass sie sagen, naja, bei uns geht es natürlich auch immer darum zu sagen, es gab Antisemitismus in der Geschichte, es gibt Antisemitismus heute, das sind Beispiele für Antisemitismus heute und dann geht es eben darum, was können wir dagegen tun? Und dann kommt natürlich bei den Jugendlichen manchmal, naja, also das ist jetzt so eine Aussage, die Gesellschaft, das ist total schwierig, irgendwas zu verändern, weil es ist alles so groß und wer bin ich eigentlich, da überhaupt irgendwie einen Unterschied zu machen. Und das Problem ist auch sehr groß und hat schon auch eine lange Geschichte. Und in dem Fall würden wir eben den Jugendlichen erstmal auch Mut machen und ihnen sagen, der erste Schritt zur Arbeit gegen Antisemitismus ist, sich über Antisemitismus zu informieren und Antisemitismus irgendeine Vorstellung davon zu haben, was Antisemitismus eigentlich ist. Und im zweiten Schritt dann eben, wenn man Antisemitismus beobachtet, die Schülerin in ihrem Umfeld, nicht zu denken, ach, das habe ich vielleicht nicht richtig verstanden oder ich verstehe das jetzt nicht so genau, sondern eben Antisemitismus zu benennen, nachzufragen und dann eben, also wir wollen ihnen ein bisschen die Angst nehmen, dass sie dann ganz große Dinge machen müssen, sondern ihnen eben auch die kleinen Schritte aufzeigen, die es gibt zur Arbeit gegen Antisemitismus. Das ist nochmal eine andere Ebene jetzt als diese gesellschaftliche Diskussion, die jetzt Herr Mendel gerade angesprochen hat mit Caroline Emke, was natürlich aber irgendwo zusammenhängt. Und das ist ja auch oft das Problem. Ich wollte gerne ganz kurz noch mal darauf hinweisen, hier auf dem YouTube-Channel vom Jüdischen Museum können Sie, ja, wenn Sie die Veranstaltung verfolgen, auch gerne Fragen eintippen. Die kommen dann hier auf mein Pad, was hier liegt, und ich kann sie dann auch gerne noch mal weitergeben. Also hier noch mal die Aufforderung an Sie, gerne auch sich aktiv zu beteiligen und Fragen zu stellen, uns
die zu schreiben und dann können wir sie direkt hier auch gleich beantworten. Meine Frage wäre jetzt nochmal an Sie, ja letztendlich beide. Anne Frank setzt sich in ihrem Tagebuch viel mit Identität auseinander. Fragen, die eben Teenager vor allem beschäftigen. Wo bin ich? Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Jeder hat aber einen anderen Bezug eben. Und wo würden Sie sagen, Frau Nahm, sind denn dann momentan so die Ansatzpunkte, wo Jugendliche sich tatsächlich mit Anne Frank nach wie vor identifizieren können? Sie haben ja vorhin schon mal ein paar angesprochen mit Flucht und so weiter, aber vielleicht können Sie da noch mal sagen, was sind denn so auch gezielt, wo Sie in Ihrer Ausstellung auch gezielt ansetzen? Beispielsweise sagt Anne Frank, genau wie Sie jetzt auch gerade zitiert haben im Tagebuch, ihre Identität ist vielfältig. Mhm. Sie möchte gerne Schriftstellerin werden. Sie ist aber kleine Schwester. Sie ist im Hinterhaus mit den anderen Versteckten die Jüngste und wird dann immer als irgendwie vorlaut und irgendwie, also sie wird von den anderen, die sie umgeben, als etwas, als jemand beschrieben, der sie nicht ist, aus ihrer Definition heraus. Also das ist das eine, dass eben die Eigendefinition und die Fremddefinition hier auseinanderfällt. Und zum anderen beschreibt sie sich eben als eine Identität in der Entwicklung und als ja, ganz vielschichtig die Identität. Und das sind beides Dinge, die wir den Jugendlichen auch als Konzept eröffnen möchten, dass es eben einen Unterschied macht, wenn jemand anderes zu mir sagt, du bist doch Punkt, 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 mich auf einen Aspekt meiner Identität reduziert. Es gibt auch, ja, wir zeigen auch in unserer Ausstellung Beispiele für den Umgang mit diesen Zumutungen und Zuschreibungen. Und zum anderen, dass eben Identität je nach Situation, je nach Alter sich verändert und vielschichtig ist. Weil dann können wir auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. Die Jugendlichen heute, die hier in die Ausstellung kommen, sind nicht alle jüdisch. Die meisten sind nicht jüdisch. Sie finden Gemeinsamkeiten mit Anne Frank, weil sie auch eine junge Frau ist, weil sie auch, was auch immer. Und manche finden auch keine Gemeinsamkeiten mit ihr. Und, aber unser Konzept ist eben, dass die Jugendlichen eine Person, eine vielschichtige Person in der Geschichte kennenlernen und sich da eben, genau, nicht ausschließlich mit identifizieren, sondern eben sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und da kann auch dabei am Ende rauskommen, und es ist bei manchen Jugendlichen auch so, also ich fand das Tagebuch eigentlich ein bisschen langweilig. Mhm. Für diese Ehrlichkeit, ja, also da freuen wir uns auch, wenn so eine Ehrlichkeit im Gespräch dann herrscht. Ja, es ist ja auch ehrlich. Also gibt es ja unter Umständen auch. Es ist ja auch von der Schreibweise her immer dieses liebe Kitty und so, es hat ja schon auch was. Ist einfach eine andere Zeit, aber trotzdem ist sie ja eigentlich sowas, wie man heute vielleicht Influencerin sagen würde, oder? Ich weiß nicht. Oder sehen Sie das anders? Ja, also es sind natürlich, wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der Frage, wie kann man sozusagen das Medium des Tagebuchs, das heute nicht alle Jugendlichen ansprechen, diejenigen, die viel mehr sozusagen gewohnt mit zu scrollen in Instagram oder in andere sozialen Medien, wie kann man die doch erreichen, ohne dann eine gewisse, also die Besonderheit des Tagebuchs zu verlieren? Also das ist eine unglaublich schwierige Frage, mhm. Was ist eigentlich zulässig, was ist nicht, wie kann man in diese Welt von den Jugendlichen also abgedatet bleiben? Mhm. Eine Erkenntnis ist zu sagen, vielleicht hat auch sozusagen das Buch ist auch, wird immer mit uns bleiben. Mhm. Also wir werden auch vermutlich in den nächsten Generationen wird immer noch das Buch, weil wir das irgendwie brauchen. Mhm. Ich merke das auch auf meine Kinder, dass sie das immer noch trotz Smartphone auch Bücher haben. Es gibt inzwischen auch wunderbare, zum Beispiel Comic-Ausgabe des Tagebuchs von Ari Fullman herausgegeben. Und wirklich, das finden wirklich Jugendliche hervorragend. Mhm. Und wir schauen ganz genau zum Beispiel auf das Projekt mit Sophie Scholl, das gemacht wurde auf Instagram. Es gab auch vor ein paar Jahren ein Versuch mit einer fiktive Frau in Konzentrationslager und sehen,
wie solche Ansätze funktionieren. Mhm. Ob dann auch vor Anne Frank dann geeignet, das müssen wir das noch, und vor allem nicht nur das Anne Frank Zentrum der Bildungsstätte Anne Frank, wir müssen das auch natürlich mit dem Anne Frank von in Basel, da die Rechte über das Tagebuch haben, das genau abklären und sehen, wie können wir das sozusagen mit der Arbeit mit dem Tagebuch in den sozialen Medien das irgendwie noch etablieren. Abgesehen davon, wir haben in unserer, wir nennen das keine Ausstellung, in Frankfurt ist es keine Ausstellung, sondern ein Lernlabor, eine sehr interaktive Erfahrung, die auch sozusagen sehr ähnlich wie in sozialen Medien auch passiert. Die Jugendlichen laufen mit Tablets, mit eigenen Tablets durch das Lernlabor und machen sehr viel, es funktioniert so spielerisch und interaktiv, wie sie sie auch aus der digitalen Welt kennen. Mhm. Und da haben wir inzwischen sehr gute Erfahrungen. Wir haben 2018 das Lernlabor eröffnet und evaluieren das bis zur Corona-Zeit, haben wir das noch evaluiert und haben festgestellt, dass genau die Verbindung zwischen Digitales und Haptisches, also die Gegenstände selbst, kommt bei Jugendlichen extrem gut an. Ja, stelle ich mir schwierig vor, dass sie ständig nach neuen, also gemäß der neuen Medien auch gucken müssen, wie kann Anne Frank trotzdem noch lebendig bleiben, also und auch wirklich dann interessant bleiben. Ich weiß es nicht. Oder haben Sie das Gefühl, es ist zeitlos? Also Anne Frank wird auch, egal welches Medium wir nutzen, Jugendliche interessieren, oder müssen wir uns da wirklich auch immer wieder, oder müssen Sie sich vor allem immer wieder was Neues einfallen lassen? Frau Nahm? Also zeitlos, wenn wir auf die Rezeptionsgeschichte von Annes Tagebuch schauen, ist es nicht, weil klar, das Tagebuch erscheint 1947, aber das überhaupt zu diesen 70 Übersetzungen, die sie vorhin zitiert hat, das ist ja eine Entwicklung aus den 90er Jahren. Mhm. Und hier in Berlin haben wir noch darüber hinaus auch den Ansatz, in Frankfurt auch, dass wir eben den Peer-Guide-Ansatz haben. Das heißt, in unserer Ausstellung begleiten Jugendliche, andere Jugendliche, die hier eben zu Gast sind, durch die Ausstellung. Und dadurch entsteht nicht der Anspruch, passt mal auf, wir erzählen euch jetzt, wie es war, wir geben euch Antworten, sondern es ist ein fragender Ansatz. Also die Jugendlichen kommen mit ihren Assoziationen und mit ihrem Wissen, das ist unterschiedlich eben hierher, werden danach auch erstmal gefragt und werden gefragt, ja, was möchtet ihr wissen und was möchtet ihr heute zusammen machen? Und dann machen wir eben keine Führung, sondern Ausstellungsbegleitung. Das heißt, wir bewegen uns gemeinsam durch den gestalteten Raum mit ganz vielen interaktiven Methoden. Und genau, so wie Meron Mendel gesagt hat, wir evaluieren unsere Konzepte fortlaufend und schauen eben, dass es die Jugendlichen spannend finden. Das ist das Wichtigste, dass sie da eben eine Relevanz finden in dem Thema. Und wenn wir auf die Zahlen schauen, dann ist hier in Berlin die Ausstellung tatsächlich jedes Jahr, bis auf das letzte wegen Corona, waren immer mehr Besucherinnen hier und immer mehr Schulklassen auch hier. Obwohl wir ja in den Lehrplänen, wo das Tagebuch von Anne Frank, also wir haben 16 Lehrpläne, klar, das Tagebuch von Anne Frank auch teilweise Eingang gefunden hatte. Jetzt sind die Lehrpläne ja nach Kompetenzen. Das heißt, es ist viel unterschiedlicher geworden, was dann auch im Deutschunterricht oder im Geschichtsunterricht konkret gelehrt wird, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust geht. Und trotzdem können wir eben bisher noch von einem sehr großen Interesse sprechen. Mhm. Ist das bei Ihnen auch so in Frankfurt? Ja, genau. Wir haben gerade mit dem Lernlabor einen großen Anstieg an der Besucher, also bis dass wir immer dann bis dann 3 Monate voraus ausgebucht waren. Mhm. Und das hat dann natürlich auch mit dem besonderen Konzept des Lernlabor zu tun, der bisher einzigartig ist. Und aber auch mit der besonderen Thematik des Tagebuchs, das Tagebuch selbst, ich weiß nicht, ob es zeitlos ist, aber die Themen, die dort vorkommen, also Pubertät, Liebe, Alleinsein, Beziehung mit der Mutter, also das sind Themen, die zeitlos sind. Mhm. Und wie sie dann behandelt werden und natürlich auch die historischen Themen, wie sie behandelt werden, hat dann auf jeden Fall, stelle ich mir vor, wird auch in Zukunft uns beschäftigen. Ja, dann kommen wir nochmal auf
die problematische Form der Instrumentalisierung oder auch der Identifikation zu sprechen. Ich würde gerne nochmal das Beispiel aufgreifen, was ich ganz am Anfang genannt habe, mit diesem 11-jährigen Mädchen auf der Demonstration. Was würden Sie sagen, inwiefern war das aus Ihrer Sicht eine Grenzüberschreitung? Und wie gehen wir mit sowas um? Mhm. Also vielleicht zuerst nochmal die erste Frage. Inwiefern war das für Sie auch eine Grenzüberschreitung? Also mir hat eine große Rolle gespielt, dass das ist ein Mädchen, die da, also 11-Jährige. Und wir sind als Pädagogen auch gewohnt, dass Jugendlichen sich also bestimmte Sachen sagen, die wir auch nach anderen Maßstaben betrachten. Also natürlich muss man Jugendlichen ernst nehmen, aber nicht gleich verurteilen. Also wäre sozusagen sie in einer Schulklasse zu uns gekommen und hätte das gesagt, dann hätten wir da dich gleich nicht in die Ecke gestellt, sondern wir hätten ein Gesprächsangebot gemacht. Warum denkst du das? Was kannst du noch erzählen? Wie hast du dich gefühlt? Vielleicht schauen wir nochmal, wie war die Situation von Anne Frank, versuchen das auch zu kontextualisieren. Also mit denen, das ist, ich denke, das A und O in Pädagogik nicht gleich zu verurteilen. Und vor allem vor dem Hintergrund, das habe ich auch schon vorher erwähnt, dass von sehr vielen Erwachsenen davor vorgemacht wurden. Also sie ist sozusagen, ich gehe davon aus, dass Mädchen hat das auch schon von Erwachsenen dann mitbekommen. Von daher, ob es eine Grenzüberschreitung ist, natürlich in der Materie selbst, in der Sache selbst, natürlich ist es eine Grenzüberschreitung. Aber sozusagen bei Jugendlichen sind solche Grenzüberschreitungen ein Teil der Sozialisation. Mhm. Ganz anders natürlich, wenn es erwachsene Personen sind, ganz anders, wenn es Politiker sind. Ja. Oder wenn sie eben im Auftrag ihrer Eltern gesprochen hat. Das steht ja auch noch zur Diskussion. Ja, von Namen? Ich kann mich, Maronda, nur in allen Punkten anschließen. Ich würde einfach genau dasselbe wiederholen. Okay, aber was wäre dann Ihr Vorschlag? Wie sollte man als Gesellschaft oder sollten wir als Gesellschaft mit sowas umgehen? Oder vielleicht auch das Beispiel, was Mero Mendel am Anfang gesagt hat, mit gestern erst in der Schweiz. Also die Frage ist, ob eben, also wenn es dann in den Medien gezeigt wird, dann ist es eben kein pädagogisches Setting. Und dann weiß ich nicht genau, ob man dann wirklich erzählt, bei Kindern ist es eben so und Kinder, also bei Kinder und Jugendliche nähern sich der historischen Thematik an. Als nächster Schritt müsste jetzt folgende Auseinandersetzung hier und so weiter. Ich weiß nicht genau, ob das dann der Punkt ist. Also meiner Meinung nach ist es dann ein bisschen auch manchmal problematisch von Medien. Die sehen dann, wow, das ist eine Schlagzeile. Da hat ein Mädchen das und das gesagt und dann wird das so gezeigt. Dann ist das ein Aufreger. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob diese Aufreger zielführend sind. Also wird der aus Ihrer Sicht was vielleicht hochgepusht, was vielleicht gar nicht so dramatisch in Anführungsstrichen ist? Ja, ich bin mir, sagen wir mal, sicher, wenn wir uns jetzt diese Querdenker-Demonstrationen anschauen, dann berichtet man über die, dann haben sicher die Erwachsenen auch Sachen, Grenzüberschreitungen gesagt, dann hätte man auch das gut zitieren können und nicht dieses Mädchen bloßstellen. Wie erklären Sie sich denn das, dass es ausgerechnet da dann wieder so als ja, Aufhänger dann vielleicht genommen wird? Weil es eben mitten ins Herz trifft. Also wenn so ein Mädchen das sagt und man dann dieses Bild hat, dann geht es eben, ja, bei Leuten, die das, also wirklich Anne Frank ist emotional und die, egal wie viel, also wenn wir uns hier unsere Gästebücher anschauen, ja, wie viele erwachsene Menschen sich auch sehr stark mit Anne Frank identifizieren und liebe Anne, ich kann sehr gut nachvollziehen, also die schreiben direkt Briefe an sie und wenden sich direkt an sie. Anderes Thema, aber Otto Frank hat ja Tausende von Briefen beantwortet, die sind ja auch im Jüdischen Museum zu sehen teilweise, also es sind sehr viele Emotionen bei Anne Frank im Spiel und das ist natürlich, die Medien wissen das, die zeigen das dann und sie können sich sicher sein, dass sich dann viele Menschen darüber auch aufregen. Würden Sie sagen, da müsste man als Medien auch anders drauf gucken oder ist es wichtig, sowas auch zu thematisieren und zu sagen, hallo, sowas darf nicht passieren, das geht einfach, es ist ein Tabu, mehr oder weniger?
Genau. Also ich trenne das von der Frage sozusagen, ob ein Mädchen oder nicht, mhm. sondern insgesamt das ja. Phänomen sehe ich schon durchaus, das als berechtigt darüber zu berichten und sogar wichtig. Ich weiß es, aufgrund der Berichterstattung haben sich einige Städte auch, wie zum Beispiel München, vorgenommen, gerade solche Symbole zu verbieten auf Querdenker-Demos, zum Beispiel in den Auflagen für die Demonstrationen, dass keine gelbe Sterne gezeigt wurden, dass keine Fotos von Anne Frank. Das hat sich auch zum Teil auch als effektiv gezeigt. Also das hat so ein Stückweise eine gesellschaftliche Diskussion angestoßen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute darüber diskutieren. Und diese Diskussion ist wichtig. Und es ist vor allem wichtig, dass die Gesellschaft sich Gedanken macht, wo die Grenze oder dieses Spannungsfeld vor Augen hält zwischen Meinungsfreiheit einerseits und Verletzung von Gefühlen und auch Änderung von Blick auf die Geschichte, die damit vollzieht ist. Und die beiden auch offen zu diskutieren, weil es gibt keine einfache Antworten auf diese Fragen. Mhm. Wir haben das, es war zwar nicht mit Anne Frank, aber die Diskussionen über die Demonstrationen im Zuge des Gazakrieges mit bestimmten auch antisemitischen Symbolen und antisemitischen Aufrufe. Und da sehe ich auch in der gleichen Zusammenhang diese Diskussion. Ja, Sie haben es ja vorhin auch schon erwähnt, es ist immer wichtig, den Kontext zu verstehen und auch zu beleuchten in dem Zusammenhang, dass auch benannt wird oder man sich auf Anne Frank bezieht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt Geschichtsrevisionismus. Also wo fängt es an, dass man damit tatsächlich die Geschichte verharmlost? Also wir haben das schon sehr früh erkannt, in der AfD beispielsweise, eine Art von Rhetorik, die leugnet nicht den Holocaust, sie sagt, es gab den Holocaust, aber was heute passiert, ist genauso schlimm. Mhm. Also die Vergleiche zwischen der Nazi-Diktatur und der sogenannten Merkel-Diktatur. Oder ich kann auch einen Tweet von Max Otte, ist gerade sozusagen in der Werteunion-Vorsitzende geworden. Der hat, als der Hetzjagd in Chemnitz war, dann hat er das gesagt, das ist hat genau die gleiche Funktion wie der Brand des Reichstags 1933. Also diejenigen, die auf Ausländer losgegangen sind, sind die Verfolgte und die demokratisch gewählte Regierung ist die Nazi-Regierung. Also in dieser Welt, also da werden sozusagen eigentlich wird sozusagen eine Erinnerungskultur instrumentalisiert, um die Verhältnisse hier auf den Kopf zu stellen, oder eine Äußerung von Erika Steinbach, wie sie sagt, die AfD-Kinder sind die Judenkinder von heute. Also dieses Weltbild aus meiner Sicht ist inzwischen noch gefährlicher geworden als die klassische Holocaust-Leugnung, die wir bei Rechtsextremen kennen. Weil es da klarer benannt ist, oder warum ist es gefährlich? Weil das ist einmal sozusagen nicht, man erkennt es nicht sofort und das kommt sozusagen unter der Gewand der Geschichtsbewusstsein. Wir wissen, damals war ganz schön schlimm, aber heute auch. Also da fallen viel mehr Leute rein, als dann, wenn es klar gesagt wird, es gab keine Gaskammern oder es sind keine 6 Millionen oder sowas. Ich habe jetzt hier zwei Fragen, die ich gerne kurz vorlesen würde. Und zwar ist das eine, gibt es eine klare Botschaft in Anne Franks Tagebuch oder inwieweit ist das schon Interpretation und Aneignung für einen eigenen Zweck? Und wer entscheidet, was die in Anführungsstrichen richtige Interpretation ist? Frau Nahm, Sie grinsen. Können Sie direkt was zu sagen? Genau, wir können jetzt aus verschiedenen Wissenschaften darauf schauen. Also das Tagebuch von Anne Frank ist Literatur. Interessanterweise wird es auch als Kinder- und Jugendlichenliteratur in der Forschung gesehen, weil es von Kindern und Jugendlichen gelesen wird. Aber im Grunde genommen ist es Literatur. Und in der Literatur gibt es keine, also da gibt es natürlich literaturwissenschaftliche
Methoden, wie wir zu Interpretationen kommen, aber die sind, das ist sehr interpretationsoffen. Und ich denke, genau wie Meron Mendel vorhin gesagt hat, wir müssen eben schauen, inwiefern, also was waren die grundlegenden Werte, von, die Anne Frank in ihrem Tagebuch beschreibt. Otto Frank hat auch zum Beispiel gesagt, im Sinne von Anne Frank ist für ihn Frieden und nie wieder Krieg. Das war sozusagen eine ganz wichtige Botschaft von ihm. Und ja, wir können, man darf natürlich wie nie einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißen oder sich nur einzelne Sätze nehmen und die dann interpretieren, sondern man muss das ganze Buch lesen. Und da wird sehr deutlich, auf welche, also welche, auf welchen Werten das Tagebuch von Anne Frank basiert. Können Sie was sagen? Also ich finde sozusagen gerade was spannend im Buch, dass es wird nicht als Manifest geschrieben. Da gibt es viele, also auch es gibt auch Widersprüche. Zum Beispiel, der, man klar, dass sie eigentlich ihre alte Heimat vermisst, dass sie an die Gute der Menschen, auch die Deutschen glaubt, also der deutsche Volk. Und in anderen Stellen, dann hört sie die Flugzeuge, die über den Versteck, also alliierten Flugzeuge, die fliegen Richtung Deutschland, um dort zu bombardieren, und freut sie sich. Das ist sozusagen, das macht es gerade so interessant, weil der hat diese Tiefe und auch die Widersprüche. Trotzdem würde ich Veronika genauso zustimmen und sagt, wenn man das Gesamtwerk liest, dann kann man nicht die Erkenntnis entziehen, dass hier so eine tiefste humanistische Überzeugung dahinter steckt. Übrigens, wenn man hier das Familie-Frank-Zentrum besucht, dann sieht man, dass es nicht nur bei Anne Frank, sondern hat eine auch gewisse Familientradition, die sich da sozusagen durch unterschiedliche Menschen auch natürlich auch an allererster Stelle auch durch ihres Vaters dann zum Ausdruck kam. Von daher sage ich so eins zu eins oder so ein Botschaft zu sagen, das ist verkürzt, aber das Gesamtwerk und ihre die Werte dahinter, die dahinter stehen, dazu zu formulieren, also eine Art von Gesamtbotschaft zu formulieren, finde ich auch berechtigt. Also, und wer entscheidet, was die richtige Interpretation ist? Da haben Sie jetzt beide noch nicht so richtig drauf geantwortet. Kann man das so sagen? Kann man? Also ich denke, dass natürlich, es gibt keine hohen Priester, wie in jeder Literatur. Ich persönlich gebe natürlich die, was der Vater, der sie am besten gekannt hat, danach erzählt, das hat natürlich auch so eine gewisse Gewicht, das als in bestimmten Stellen auch zu erklären oder in Kontext zu setzen. Aber natürlich ist es nicht bei einer Person oder einer Institution dann anzusiedeln. Sie haben ja vorhin auch schon gemeint, dass sie versuchen, so ein Gesamtpaket sozusagen auch immer zu liefern, den Kontext mit zu erklären in ihrer Ausstellung. Ich denke, das war schon die Antwort auf diese Frage zumindest. Es gibt es noch eine zweite. Und zwar haben Sie ja ganz am Anfang gesprochen vom Rauskommen aus dem Kreislauf, also von antisemitischer Provokation und Empörung. Die Frage wäre jetzt, wie kann das gehen? Müssen wir dabei nicht aufpassen, dass solch antisemitische Positionen nicht unwidersprochen stehen bleiben und so weiter sagbar werden oder gar ein Gefühl von Akzeptanz entsteht? Wer von euch beiden, sagen Sie vielleicht, es ging jetzt erstmal direkt an Sie, rauskommen aus dem Kreislauf, wie kann das gehen aus Ihrer Sicht? Ja, also erstmal sozusagen als Feststellung, wir haben sehr schnell so mediale Erregungsschleifen, also nicht nur in Antisemitismus, aber vielleicht noch in Antisemitismus nochmal ein Tick sensibler. Und da muss man hier eine gute Balance finden zwischen die berechtigte Empörung und das nicht sozusagen als Normalität hinzunehmen. Also wir reden auch über die Verschiebung des Sagbares. Und deswegen muss immer auch widersprochen werden und einen Riegel vorzuschieben. Und andererseits gerade nicht in dieses Spiel, der oft sozusagen von Rechtspopulisten und anderen Antisemiten, die
die genau mit der Provokation darauf abzielen, dass sie dann, dann ein großer Widerspruch bekommen. Mhm. Und ich denke mir persönlich oft auch nach, soll ich das da auf etwas das reagieren oder soll ich da nicht reagieren? Soll ich da vielleicht das einfach mal lassen? Mhm. Wer, und für mich dann die Kriterien ist natürlich, wer das gesagt hat, wann und welche, welche Kontext wurde das gesagt, was genau die Inhalte. Mhm. Und ja, also in meisten der Fälle entscheide ich für mich, ich sage dazu nicht, weil ich will das nicht sozusagen unterfüttern. Mhm. Wie machen Sie das, Frau Nahm? Gut, bei Ihnen ist es noch mal ein bisschen anders, aber in Bezug auf Jugendliche, vielleicht können Sie noch mal sagen, wie gehen Sie damit um? Wann sagen Sie was oder wann denken Sie auch, ne, gut, okay, wir machen dann Fass auf, was jetzt vielleicht gar nicht so groß ist? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz anknüpfend an die Medien. Antisemitismuskritische Medien müssen mehr sein als Antisemitismus, wenn er in welchem Zusammenhang auch immer geäußert wird, zu benennen, sondern da muss auch sensible Sprache beispielsweise oder auch also diese Grundkonstruktion, also es ist ein komplexes Feld, aber trotzdem die Grundkonstruktion zwischen dem Wir, das als nicht jüdisch gedacht wird, und den Jüdinnen und Juden, die dann Antisemitismus erfahren, beispielsweise wenn in der Berichterstattung, wo auch Jüdinnen und Juden dann nicht zu Wort kommen beispielsweise. Das sind Aspekte, die ich sehr wichtig finde. Und ich denke mir immer in der Aufmerksamkeitsökonomie oder als Journalistin, was recherchiere ich jetzt? Also worauf stürze ich meine Energie oder womit verbringe ich meine Zeit? Und da ich persönlich ärgere mich dann, wenn über so Dinge, die einfach Provokationen sind, die dann sehr viel Raum einnehmen, und andere Dinge, die ich sehr wichtig finde, die dann nicht gut dargestellt, nicht sensibel dargestellt und nicht ausreichend dargestellt sind auch. Haben Sie da ein Beispiel für? Ich erinnere mich an Antisemitismus an Berliner Schulen beispielsweise, wenn darüber berichtet wurde, dann ist es mitunter nicht so angemessen, finde ich. Also da wird dann die Schulleitung beispielsweise zitiert. Wie gesagt, es ist kompliziert, aber trotzdem, es wird dann die Schulleitung zitiert oder andere. Und in dem Sprechen darüber wird mir dann nicht deutlich, was ist eigentlich wirklich passiert und wie war es für den Jugendlichen beispielsweise, der Antisemitismus erfahren hat. Der steht da nicht an erster Stelle. Und wenn wir hier in der Ausstellung arbeiten und Jugendliche sich antisemitisch äußern oder auch provozieren und beispielsweise den Hitlergruß zeigen, dann, jetzt kommen wir leider schon wieder dahin, wo wir schon waren, dann ist eben das pädagogische Setting immer ausschlaggebend. Ein Beispiel, wirklich ein Jugendlicher kommt rein und zeigt den Hitlergruß. Unsere Aufsicht, das sind auch junge Studierende, schießt sozusagen hinter dem Tresen hervor und spricht den Jugendlichen an, Entschuldigung, was machst du da? Lass das sein. Spricht mit der Lehrkraft, es kann nicht sein, sie kommen mit ihrer Gruppe hierher und das passiert dann hier schon im Foyer. Und dann stellt sich heraus, dann kommen wir trotzdem nochmal ins Gespräch mit dem Jugendlichen und es stellt sich heraus, das ist eine Gruppe von einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen. Und der hat ein Bild gesehen, es war noch in der alten Ausstellung, da ist eben ein großes Bild von einer Demonstration, wo alle den Hitlergruß zeigen. Und er hat es gesehen und hat es gemacht. Also er hat einfach nachgemacht quasi. Genau, spiegelneuronenmäßig hat er irgendwie das gemacht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nicht vielleicht doch ein bisschen gewusst hat, dass das gegebenenfalls irgendwas darüber gewusst hat. Aber erstmal war es eben nicht als ich bin rechtsextrem und das zeige ich euch hier schon im Foyer und ich provoziere und euch und ich möchte euch verletzen und ich möchte alle anderen Besucher verletzen, die hier in der Ausstellung sind. Mhm. Das war nicht die Intention. Also wenn ich Sie richtig verstehe, finden Sie es wichtig, sowohl die Einzelnen erstmal immer zu fragen, was ihre Intention ist, aber auch den Zusammenhang zu thematisieren, in dem das Ganze stattfindet.
Genau, weil wir sind als Ausstellung natürlich ein öffentlicher Ort. Es kann immer sein, dass andere Besucher, die sind ja auch da und sehen das dann und denken sich, was ist denn hier los? Das ist dasselbe wie bei uns im Gästebuch, wenn da Jugendliche reinschreiben, ja, sie können sich alles vorstellen, es steht eigentlich alles irgendwie in unserem Gästebuch manchmal, dann gehen wir damit aktiv um. Erstmal ist ganz wichtig, wir sind hier ein öffentlicher Raum, das bleibt nicht unkommentiert. Wir reißen die Seite aber auch nicht raus, weil wir können es nicht ungeschehen machen, was eben sozusagen in den Raum gestellt wurde. Wir kleben eine weiße Seite darüber, auf der steht, wir als Anne Frank-Zentrum distanzieren uns von dem Eintrag, der ist geschmacklos oder in anderen Fällen, der ist nach § 86a strafrelevant, wir haben ihn zur Anzeige gebracht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir versuchen, mit diese, also rauszufinden, wenn wir das, weil oftmals wird es dann nicht während der Ausstellung irgendwie gemacht, sondern danach und dann ist die Schulklasse weg. Wir versuchen auch rauszufinden, wer das war, um dann auf die begleitende Lehrkraft zuzugehen, ihr das zu sagen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir dieses nachbereiten. Gut, also es sind, ich finde, da werden jetzt nochmal ganz klar diese zwei Ebenen deutlich. Einmal die, die Sie jetzt mehr oder weniger beschreiben mit den, im Zusammenhang mit einzelnen Kindern, Jugendlichen und aber auch so, wie Sie sagen, wenn es eine gesellschaftliche Debatte anstößt, müssen wir gucken, wie ist damit umzugehen oder wie Sie es vielleicht auch im Einzelfall selber erleben. Wo müssen wir dann reagieren, um eben nicht diese antisemitischen Narrative auch weiter zu erzählen und zu manifestieren? Also so. Das sind einfach zwei verschiedene Ebenen. Ja, von ja. Ich möchte aber die Verbindung auch noch mal sehen. Ja. Die Jugendlichen haben ganz sensible Antennen für, wie in Gesellschaft über gesellschaftliche Herausforderungen gesprochen wird. Und beispielsweise jetzt wieder zum Thema Sommer der Flucht 2015. Die schlimmen grenzüberschreitenden Wörter, die dort gesagt wurden, die haben wir als erstes in der Ausstellung. Jugendliche merken, aha, so wird also über dieses und jenes Thema gesprochen. Und die Jugendlichen setzen sich ja nicht mit dem Feuilleton und den Diskussionen auseinander, sondern die setzen sich eben, nicht alle Jugendliche, aber die bekommen eben den Mainstream mit. Das ist unsere Erfahrung. Und das ist sowohl in Bezug auf Geschichtskultur als auch in Bezug auf das Sprechen über Politik und Gesellschaft so. Und da merken wir wirklich sehr schnell, wenn die Sprache unmenschlich wird. Aber das spricht doch dann wiederum dafür, das schon aufzugreifen, eine Diskussion darüber zu führen, wenn wir jetzt auf einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration gewisse Plakate lesen, auch dann tatsächlich als Gesellschaft, sie schon auch das zu thematisieren, oder? Was würden Sie sagen? Ja oder nein? Ja, also ist man, zu thematisieren ist, ist wichtig. Ist die Frage sozusagen, wie thematisiert man? Und ich meine, ich kann an dieser Stelle auch eine Empfehlung an die an den Podcast, dass Sie mit Christian Keppeler gemacht haben. über das, die Schwierigkeiten, über den Nahostkonflikt beispielsweise, über Israel zu sprechen in den deutschen Medien. Also es ist... Gerade vor die, wir merken, dass oft die Diskurs sozusagen wird aufgefrachtet und es wird sozusagen mischen sich so viele Sachen rein, das wird nicht mehr über sozusagen das elfjährige Mädchen gesprochen, sondern wird einfach nicht klar, worüber eigentlich diskutiert wird. Und oft sind auch stellvertretende Diskurse dabei. Also zum Beispiel ein Fall aus einer Schule. Veronika und ich kennen vielleicht 3000 Fälle, aber wird ein Fall genommen, um sozusagen zu zeigen, Antisemitismus unter Muslime. Also das Muslime sind das Problem. Wir kennen auch natürlich andere Fälle, wo es anders ausgedruckt. Also oft stellen wir uns die Frage, warum wird dieser Fall gepickt. Warum wird dann an einem bestimmten Punkt bestimmte Diskurse angestoßen? Und das ist kein Naturgesetz. Das weiß jeder Medienmacher. Das gibt es eine Redaktion und kommen sehr viele Sachen rein und dann findet eine Auswahl statt. Und da muss man sich auch sehr viel so eine Reflexion, Selbstreflexion und, in den Medien stattfinden. Ich finde, es findet auch solche Selbstreflexion statt. Ich weiß, dass in der HR findet sehr viel Selbstreflexion statt. Ich weiß auch in der ich war neulich auch mit dem Gesamtredaktion von der Tagesschau und Tagesthemen.
Genau, um diese Themen uns mal bewusst zu machen, was bringt uns dazu, ein Thema zu nehmen und die andere abzulehnen und uns wieder zu überprüfen. Mhm. Ich gebe vielleicht noch ein Beispiel. Also es gab vor 2 Jahren in Wiesbaden haben sich 14 Menschen versammelt und haben ihr Bekenntnis zu der AfD verkündet. Eigentlich ist es überhaupt kein Thema. Das Brisanz war, dass sie angeblich jüdisch waren. Also die haben sie, der Verein oder die weiß ich nicht, ist nicht mal ein Verein, Juden in der AfD. Aus meiner Sicht sollte man sich da gar nicht darüber berichten, weil es ist überhaupt kein nennenswertes Phänomen. Mhm. Aber es war kein einziger Medien in Deutschland, der nicht darüber berichtet hat und ziemlich ausführlich. Dann waren auch die jüdische Organisationen, die ganze Bandbreite sich das gezwungen, eine Gegenstatement abzugeben und so weiter. Und dann wurde so ein mediales Ereignis draus gemacht. Mhm. Und ich frage mich, was bedient das? Und wir müssen uns manchmal auch so, also uns sage ich, also nicht als wir, sondern als die mediale Welt, mal einfach zu sagen, das kann vielleicht auch gerade in der deutschen Diskurs vielleicht sehr sexy sein, aber wir lassen das Thema, weil hat wirklich in der Sache keine Bedeutung. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage, die ich hier auf meinem Tablet gerade lese, Ihnen beiden noch mal stellen. Sie haben vorhin, glaube ich, Sie waren es, von dem Sophie-Scholl-Projekt gesprochen, was es auf Instagram gibt, vielleicht für Sie als Zuschauerinnen. Ich habe es mir kurz mal angeschaut. Es ist eine fiktive Geschichte. Eine Schauspielerin, eine junge Frau spielt Sophie Scholl und das Ganze Instagram-mäßig sehr kurzweilig, kurz zusammengefasst. Ich habe mir eine Folge angesehen, aber jetzt würde ich mich erstmal an Sie, ich kann Ihnen gleich sagen, was ich davon halte, aber erstmal würde ich von Ihnen beiden wissen, wie Sie dieses Projekt bewerten. Max Jolleck schreibt der Fragende hier, sieht es eher kritisch, würden Sie ihm da zustimmen oder eher nicht? Frau Nahm. Ich will noch mal mit einem anderen, noch ein anderes Beispiel einwerfen. Das Anne Frank-Haus in Amsterdam hat im letzten Jahr eine Facebook-Reihe veröffentlicht. Das war die Rahmenerzählung war, was wäre, wenn Anne Frank nicht ein Tagebuch geschenkt bekommen hätte zu ihrem Geburtstag, sondern eine Kamera. Und dann wurden kurze Filme veröffentlicht, auch mit Schauspielern. Und der Alltag im Versteck, also wie die Familie ins Versteck geht und dann der Alltag im Versteck wurde in diesen kurzen Filmen gezeigt. Daran fand ich interessant erstmal die Aufregung zwischen den Niederlanden und Deutschland. Also in den Niederlanden, unsere Kolleginnen haben da wirklich auch eine andere Perspektive darauf gehabt. Das ist mitunter so. In beide Richtungen, also wenn Dinge bei uns auch in den Medien sehr aufregend sind, kommen die in den Niederlanden gar nicht an und umgekehrt. Also wir fanden es schon sehr, sehr gewagt, das Projekt. Aber ganz wichtig am Ende, schlüpft die Schauspielerin, die Anne Frank spielt, immer aus ihrer Rolle und stellt den vermuteten jugendlichen Zuschauerinnen eine Frage, die sie im Heute beschäftigen kann. Also es wird nie der Anschein erweckt, dass wir hier jetzt irgendwie wirklich in der Geschichte wären, obwohl die Schauspielerinnen eben auch Kleider aus den 30er Jahren, 40er Jahren zeigen und es ist eben auch im Hinterhaus gedreht. Und außerdem gibt es da auch so Filme, die eben zeigen, wie die Filme entstanden sind und Mitarbeiterinnen aus dem Anne-Frank-Haus zeigen, wie sie die Geschichten recherchiert haben. Also das finde ich wirklich sehr wichtig, um da nicht irgendwie eine Überwältigung oder eine Verwirrung auch bei den Jugendlichen entstehen zu lassen, weil, wie gesagt, das historische Wissen und die Einordnung ist eben nicht so da und die verstehen dann nicht, dass das irgendwie gar nicht sein kann, dass man damals eine Digitalkamera hatte und dass das jetzt irgendwie auf Facebook ganz neu gepostet wird. Das ist nicht kann man nicht so voraussetzen. Also diese ganz kurze Zwischenfrage, diese Filmchen wurden auf Facebook gepostet oder auch auf Instagram oder wo waren die zu sehen? Auf Facebook. Okay. Mhm. Die sind jetzt auch auf der Website des Anne-Frank-Hauses abzurufen, auch mit pädagogischem Programm dazu. Okay. Und was aber solche neuen Formate wie Graphic Novels, Comics, Filme immer sehr gut machen, unserer Erfahrung nach, ist, mit den Jugendlichen in die Diskussion zu kommen. Also wenn wir die Jugendlichen dazu anregen wollen, über einen Text oder auch über ein historisches Foto
in die Diskussion zu kommen. Beispielsweise, dass natürlich historische Fotos immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigen, etwa nur zeigen, was vielleicht auch die Fotografin uns zeigen wollte. Ist es für die Jugendlichen schwierig zu sagen, naja, also es ist viel einfacher zumindest, über so ein ganz deutliches, fiktives Produkt zu sprechen. Und dann kommen die Jugendlichen dazu und sagen, ich finde das eigentlich angemessen, weil wir Jugendlichen schauen halt gerne kurze Filme und dann können wir eben Informationen in kurzen Filmen bekommen. Und andere sagen, nein, ich finde das nicht gut. Also da kommen sie eben unserer Erfahrung nach auch gut in so eine Position, dass sie einen eigenen Blick, eine eigene Position dazu finden und den auch formulieren. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Kompetenz auch. Mhm. Halten Sie es für eine gelungene Form? Haben Sie was zu ergänzen noch? Ja, ich habe mir auch genau wie Sie das nur sozusagen ein paar Ausschnitte in mir angeschaut. Ja. Und von daher, es wäre ein bisschen fahrlässig von mir, dann irgendwie ein Gesamturteil über die Umsetzung auszusprechen. Ich würde aber Veronika zustimmen und sagen, dass es wirklich die Qualität, also nicht das Medium, sondern die Qualität der Arbeit auch davon abhängt. Das gab es auch ein israelisch-amerikanisches Projekt, der ist ich denke, 2 oder 3 Jahre alt. Das war ein fiktives Mädchen im Konzentrationslager, der sozusagen das Geschehen dann irgendwie dort kommentiert und verfilmt. Das ist, da wird auch klar, das ist eine Fiktion. Das können auch die Zuschauer das sehen. Und trotzdem, irgendwie, das kommt vor sehr viele junge Menschen, die sonst wären gar nicht mit der Thematik dann begegnet. Da kommt das in ihre Welt und sie beziehen dazu eine Stellung, sie machen darüber Gedanken und das ist auf jeden Fall ein positives Effekt. Also so ging es mir auch. Ich habe gedacht, okay, es ist wieder nochmal ein Versuch, sich da anzunähern, Sophie Scholl. Es war mir ein bisschen zu gekünstelt, aber vielleicht, weil ich auch den Film kenne, weil ich das Buch gelesen habe. Man hat seine eigenen Bilder und dann passt es auf einmal nicht zusammen mit dem. Aber prinzipiell denke ich schon, hat wieder nochmal einen Versuch. Und wenn es dann auch pädagogisch noch irgendwo aufgearbeitet wird, ist es natürlich umso besser. Aber das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, ob das noch zusätzlich stattgefunden hat, so wie jetzt bei den Filmen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Ja, also das war es jetzt hier an Fragen von Ihnen hier anscheinend auf der Website. Ich würde auch sagen, wir kommen so langsam auch zum Schluss. Der Anlass, warum wir jetzt heute hier überhaupt gesprochen haben, war der Anne-Frank-Tag anlässlich Ihres Geburtstages. 92 Jahre wäre sie alt geworden. Was wäre denn so Ihr Geburtstagswunsch an Anne Frank, vielleicht jetzt so zum Abschluss noch, wenn Sie denn einen virtuell schicken könnten? Haben Sie einen Vornamen? Ich weiß nicht, ich befinde mich tatsächlich nicht wirklich mit Anne Frank im Zwiegespräch. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir rein fiktiv vorstelle, was wohl Anne Frank heute in der Gesellschaft verändern wollen würde, dann es ist leider ein bisschen deprimierend, dass das Tagebuch auch hier oder an dieser Stelle auf jeden Fall zeitlos ist, also dass eben die Punkte, die Anne Frank anspricht, so große Themen sind, dass sie eben noch nicht durch sind und noch nicht zum Guten aufgelöst werden konnten. Und ich möchte vielleicht trotzdem ganz kurz erzählen, wir haben den Anne-Frank-Tag hier auch bundesweit als Aktionstag für Schulen gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. Und wir haben am Freitag in der Anne-Frank-Grundschule in Berlin-Tiergarten diesen Aktionstag eröffnet. Und dort, wenn man da reinkommt in die Schule, da ist es jedes Jahr so, dass ganz viele Blumen dort stehen. Also es sind Blumen und jeder Schüler, also es ist eine Grundschule von der 1. bis zur 6. Klasse, bringt eine Blume für Anne Frank mit an dem Tag. Und daraus entstehen dann eben ganz bunte Sträuße.
Und die Schülerinnen haben Postkarten ausgefüllt mit Gedanken an Anne Frank oder mit Wünschen auch für Anne Frank, die ich dort dann auch sehen konnte in einer kleinen Ausstellung. Mhm. Und diese Dinge berühren mich eben, also diese Dinge haben mich sehr berührt. Mhm. Da sind dann eben Wünsche wie, ich möchte, dass es nie wieder Krieg gibt oder ich möchte, dass alle Menschen miteinander in Frieden leben oder auch, wir sollten uns mit Anne Frank auseinandersetzen, weil damit wir nicht die Fehler machen, die die früher schon gemacht haben. Und aus dem Mund von 6- bis 12-jährigen Kindern sind das wirklich sehr grundlegende und ernsthafte Gedanken. Und insofern ja, möchte ich nicht meinen Wunsch an Anne Frank, sondern diese Wünsche der Kinder an eine bessere Welt, ja, wollte ich die vorstellen. Ja, vielen Dank. Herr Wendel, wie geht's? Ja, das ist eigentlich der beste Abschlusswort. Ja, eigentlich war es ein schöneres Abschlusswort, ja. Trotzdem möchte ich Ihnen nicht die Gelegenheit entbehren, dass Sie auch noch kurz was sagen. Ja, also meine Fantasie war immer, dass ich das Tagebuch von Margot Fraden, die ältere Schwester von Anne Frank, finde. Also wir wissen, dass Margot ein Tagebuch geschrieben hat. Vielleicht hätte uns Anne einen Hinweis geben können. Also wird auf jeden Fall wird vermutlich aber niemand mehr diese bestimmt sehr spannende literarische Stück zu Augen bekommen. Ja, das bleibt wahrscheinlich offen. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie so lange hier dass wir so lebhaft geredet haben, auch über Zoom, es geht, ist alles möglich. Vielen Dank an Sie alle, die jetzt diese Veranstaltung hier verfolgt haben auf dem YouTube-Channel vom Jüdischen Museum. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich denke, wir haben alle was mitgenommen. Ich habe mitgenommen, ja, dass es einfach wichtig ist, immer wieder sich den Kontext zu überlegen, in dem Anne Frank von Anne Frank geredet wird, indem man sich auf Anne Frank bezieht, wann wer das auch macht und mit welcher Intention. Und so, denke ich, schaffen wir es, trotzdem ihrer Botschaft auch gerecht zu werden. Eine Botschaft für Frieden gegen den Krieg. Und natürlich war sie eine der Stimmen von 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden. Und ich finde, auch das dürfen wir einfach nie vergessen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke. Danke, tschüss. Ja.